begönnen. Seit der letzten Sendung von vor 7 Wochen haben wir uns doch von vielen Gewissheiten und Menschen verabschieden müssen. Sehen Sie mal, vor 7 Wochen, da galt es noch als ziemlich sicher, dass der Mappus die Wahlen in Baden-Württemberg doch noch mal gewinnen würde. Geschichte kann schön sein, oder? Dass ausgerechnet der Mappus, der König der Wasserwerfer, von einem Tsunami davon gespült werden würde. Wer hätte sich sowas ausdenken können? Noch sicherer als die Wiederwahl von Mappus waren vor 7 Wochen nur die deutschen Kernkraftwerke. Ganz unsicher hingegen, vor 7 Wochen ganz unsicher war die Stellung von Muammar al-Gaddafi. Ganz unsicher, der ist aber immer noch im Amt. Westerwelle ist weg. Westerwelle fragt sie auch, was hat Gaddafi, was ich nicht hab? Wobei, Westerwelle ist ja nicht ganz weg, er ist ja nur als Parteivorsitzender weg. Seine Parteifreunde haben gesagt, Westerwelle habe einen Igitt-Faktor. Habe ich mit Interesse zur Kenntnis genommen. Er habe einen Igitt-Faktor und der mache es unmöglich, dass er weiter Parteivorsitzender bleibt. Aber als Außenminister ist das kein Problem mit dem Igitt-Faktor. Das gönnen wir dem Ausland. Außerdem muss die FDP ja ihren verstrahlten Abfall irgendwo lagern. Vielleicht wäre das ja auch eine diplomatische Lösung für Libyen. Sehen Sie, wenn der Igitt-Faktor von Gaddafi so stark ist, dass er als Diktator nicht mehr tragbar ist, dann kann er vielleicht als libyscher Außenminister noch arbeiten. Der aktuelle hat sich gerade nach London abgesetzt. Haben Sie mitbekommen? Herr Moussa Koussa ist nach London geflogen, genau wie Hess damals. Geschichte wiederholt sich sogar. Für Westerwelle ist das leider keine Option, meine Damen und Herren. Westerwelle hat gesagt, er will weiter für die Sache der Liberalen kämpfen. Als wenn es die FDP nicht auch schon ohne diese Drohung schwer genug hätte. Andererseits muss der Westerwelle ja auch verzweifeln. Ich meine, der Mann, der kann inzwischen machen, was er will. Wenn der für den Afghanistan-Einsatz plädiert, sagen die Leute, falsch. Wenn er gegen den Libyen-Einsatz plädiert, auch falsch. Der Westerwelle kann machen, was er will, er wird immer unbeliebter. Andere können abschreiben lassen, was sie wollen und werden immer noch beliebter. Das kann ja nicht nur am Friseur liegen, oder? Tja. Der eine hat Ausstrahlung und der andere wirkt einfach nur immer verstrahlt. Der Gutenberg hat eine Aura, nicht? Deshalb kommt er auch wieder. Der Gutenberg hat so eine Aura, das können Sie auch nicht lernen. So eine Aura, das müssen Sie mit der Ammenmilch einsaugen. Was der Westerwelle da als Baby eingesaugt hat, wollen wir gar nicht wissen, meine Damen und Herren. Der hat so viele Fehler gemacht, der Westerwelle. Und sein größter Fehler in meinen Augen war ja, dass der Westerwelle seine Hochzeit nicht anständig gefeiert hat. Das hätte er ganz anders aufziehen müssen. Ja, was meinen Sie, was der Gutenberg daraus gemacht hätte, wenn der zu Amtszeiten geheiratet hätte? Das wären noch mehrwöchige Festspiele geworden. Begleitet von der Regenverbiegerpresse, nicht? Die hätten uns zugeschüttet mit Berichten und Bildern. Nicht? Der Gutenberg hätte aus seiner Hochzeit ein Event gemacht, da hätten die in England hätten die alles verschieben müssen mit ihrer Pimmel-Hochzeit da. Ja? Ja. Der Gutenberg hätte das, und das wäre der Höhepunkt wäre die Hochzeitsreise gewesen, oder? Die Hochzeitsreise, nicht medial begleitet, embedded journalism, wie man heute sagt. Also Johannes B. Kerner hätte live aus der Hochzeitssuite berichtet. Man kann es nicht richtig fürchten. Wo ist der Kerner eigentlich? Habe ich lange nicht gesehen. Ist überhaupt aus dem gräflichen Enddarm schon wieder aufgetaucht? Ich weiß es nicht. Das hätte doch der Westerwelle auch alles haben können. Er hätte Sympathiepunkte sammeln können. Er hätte was für die Anerkennung der schwulen und lesbischen Ehen tun können. Und er hätte wirklich sich dem Volk mal anders präsentieren können. Eine Hochzeitsreise mit schönen Fotos von dem entspannten Westerwelle. Das hätte den Mann doch sympathisch gemacht. Der wirkt doch immer so verkrampft, oder? Der hat doch nichts Souveränes an sich. Auch wenn er jetzt mal versucht, so staatsmännisch zu sprechen als Außenminister. Das klingt doch nie souverän. Der Westerwelle klingt immer, als ob der Teleprompter ruckelt. Schöne Fotos von der Hochzeitsreise, ein entspannter, verliebter Westerwelle, das wäre doch toll gewesen. Ich hätte als Motiv Karibik genommen. Hochzeitsreise Karibik und nicht 14 Tage. 14 Jahre hätte der fahren müssen. Wir hätten alle zusammengeschmissen, oder? Das wäre uns billiger gekommen als viele Gesetze von der FDP. Naja. Merkel hat sich ja von Westerwelle nie distanziert. Zumindest nicht inhaltlich. Auch damals, als er hier von anstrengungslosem Wohlstand und spätrömischer Dekadenz gefaselt hat. Die Merkel hat sich nie inhaltlich von der Westerwelle distanziert. Die Merkel hat höchstens mal gesagt, das ist nicht mein Duktus.
Ja, die Kanzlerin hat einen Duktus. Mir war das vorher auch nicht bekannt. Ich gebe das ehrlich zu. Also auch von dieser Stelle nochmal gute Besserung. Im Augenblick hat sie auch noch Meniskus. Andere haben Karius und Baktus. Sie hat Duktus und Meniskus. Nein, mit dem Meniskus, die Merkel wollte einfach ihre Lieblingskrücken aus dem Kabinett immer dabei haben. Sie nennt sie Guido und Rainer. Und, Rainer Brüderle, das ist der Mann, der hat denen die Wahl versaut in Baden-Württemberg. Der Brüderle hat da auf den Treffen beim BDI derart rumgelallt, dass der Protokollführer gar keine Chance hatte, meine Damen und Herren. Ja? Dann war die Wahl in den Sand gesetzt. Ja. Und Merkels Duktus ist auch nicht besser geworden. Merkels Duktus ist durch Fukushima nicht besser geworden, eher schlimmer. Was hat sie am Tag nach Fukushima hat sie gesagt? Sie hat gesagt, an einem solchen Tag kann man nicht sagen, dass die Kraftwerke sicher sind. Sie sind sicher. Sehen Sie, da geht die Erdverschiebung mitten durch den Gedankengang. Japan ist durch das Beben 2,4 Meter näher an den Kontinent rangerückt und Merkel näher an den Wahnsinn. Und der Mappus ja auch. Der Mappus hat in einer verzweifelten Aktion im letzten Augenblick versucht, aus der Energie noch auszusteigen, aus der Kernenergie. Seine eigenen Anhänger völlig verwirrt, was ist jetzt? Aber der Mappus hat erklärt, nein, es ist keine Kehrtwende. Nein, natürlich nicht, die Erde hat sich unter ihm gedreht. Jetzt ist hektische Betriebsamkeit. Die ganzen Kernkraftwerke müssen jetzt ohne Tabus geprüft werden, heißt es, nicht? Ohne Tabus, aber nur die Kraftwerke ohne Tabus. Was ist mit den Kraftwerken, die ein Tabu haben? Werden die auch geprüft? Dafür gibt es den Rat der Weisen. Die Regierung hat einen Rat der Weisen eingerichtet. Die sollen die Regierung der Blöden jetzt beraten. Natürlich war das kein Trick mit dem Atommoratorium. Das wissen wir doch. Das war kein Wahlkampftrick. Nein, sagen wir es anders. Hätten die Baden-Württemberger vor 3 Wochen anders gewählt, da wären die Kraftwerke am Tag danach wieder sicher gewesen. Jetzt ist Stresstest angesagt. Und jetzt muss ausgestiegen werden. Und schon Geister und Horrorzahlen durch die Zeitungen, was das alles kostet. Der Ausstieg aus der Kernenergie, 3 Milliarden Euro pro Jahr soll der schnelle Ausstieg kosten. Wer soll das bezahlen, schreit der Deutsche. 3 Milliarden Euro im Jahr, wir sind 80 Millionen Bürger. Das sind für jeden von uns 3,13 Euro im Monat. Wer kann auf so viele Tassen Kaffee verzichten? Das sind doch Unsummen. Was machen Sie, sind immer verrückt. Ne? Vor einem halben Jahr haben Sie uns erklärt, wenn wir die maroden Kraftwerke jetzt sofort alle abschalten, dann sitzen wir hier im Dunkeln. Dann haben Sie die Kraftwerke auf einen Schlag alle abgeschaltet und es ist immer noch hell genug, dass man sehen kann, wie bescheuert die Regierung ist. Jetzt heißt es, ja, wenn wir jetzt noch eins abschalten, dann sitzen wir aber im Dunkeln. Ja, die Älteren erinnern sich, das ist wie damals, als Kalka und Wackersdorf nicht zu Ende gebaut wurden. Da haben wir auch jahrelang im Dunkeln gesessen. Was haben die uns immer erzählt? So ein GAU passiert doch alle 10.000 Jahre nur richtet nicht so auf, alle 10.000 Jahre. Nur jo, Harrisburg war 79, Tschernobyl war 86. Da waren die ersten 10.000 Jahre schon mal um. Jetzt sind schon wieder 10.000 Jahre um. Kein Wunder, dass die Regierung Merkel so alt aussieht, oder? Und was kommt von der Kanzlerin? Ihre üblichen Sprechblasen. Da sagt die Merkel, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Der Satz ist grammatisch genauso richtig wie sinnfrei. Sie regiert ja mit Sprechblasen. Inhaltslos. Achten Sie drauf. Und je inhaltsloser das, was die Merkel sagt, ist, desto energischer sagt sie vorneweg. Und deshalb sage ich bewusst, das ist ein typischer Merkel-Satz, oder? Und deshalb sage ich bewusst, ich meine, das muss einem ja auch gesagt werden, dass die Frau bei Bewusstsein ist. Das würde man ja sonst gar nicht machen. Manchmal... Manchmal sagt sie auch, und deshalb sage ich ganz bewusst, das sind unsere Glückstage, meine Damen und Herren. Oder sie sagt, und deshalb sage ich hier an dieser Stelle, also hier, nicht hier, oder da, sondern hier, ich sage hier an dieser Stelle ganz bewusst, die könnte auch sagen, machen Sie doch.
Machen Sie die Probe aufs Exempel. Beim nächsten Merkel-Interview im Fernsehen drehen Sie einfach mal den Ton ab. Konzentrieren Sie sich nur auf das Gesicht der Kanzlerin. Irgendwann verschwimmt das vor Ihren Augen und wird zu dem Hund von dem Loriot aus diesem Sketch. Ho, 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 ho.